Hey Leute, ich habe mir im Kino Prero Pixels angeschaut. Ja, jetzt schon zum zweiten Mal. Und da war mittwochs hier Kinotag und ordentlich was los, kann ich nur sagen. Und in 3D sah der Film echt klasse aus. Ja, also diese pixelförmigen und pixelartigen Figürchen, das hat man wirklich toll dargestellt, auch wie einem das so entgegenkam. Richtig, richtig cool. Ja, auch ansonsten hat sich der Film zwar einigen Klischees bedient, dieser wiederum aber auch gebrochen und sogar ein paar Überraschungen in petto gehabt. Ja, und die vier Hauptdarsteller, allen voran Kevin James als Präsident, das stand ihm wirklich gut, aber auch Adam Sandler als Nerd oder die weibliche Darstellerin als Lieutenant Colonel, das hat mir echt gut gefallen. Also die witzigen und lustigen Szenen, die haben wirklich sehr gut gewirkt. Also da hat man gemerkt, die Schauspieler hatten richtig Spaß am Set, ja. Und ja, ansonsten, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, da kann man wirklich drüber hinwegsehen, wenn man bedenkt, wie toll auch die Action eingefügt wurde. Und die Gaming-Themen, die von der Neuzeit bis ins Jahr 1982 zurückführen, das hat man wirklich sehr gut miteinander kombiniert. Auch sogar ein paar kritische Töne noch mit eingebracht. Ja, was soll ich sagen? Ein Großteil der Leute war sehr zufrieden. Und einige haben sogar gesagt, voll geil. Dem kann ich mich nur anschließen und deshalb gibt es von mir eine 9.0. Ach Quatsch, wegen dem tollen 3D-Effekt noch ein Pünktchen drauf.